So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück. Ohne euch wäre das gesamte Wissen womöglich verloren gegangen. Genau, so sieht's aus. Wir sind zurück in Himmelsrand und machen weiter. Ich habe da schon so ein paar Sachen, die ich heute gerne machen würde. Wir haben schwierige Zeiten überlebt und sind dadurch bessere Magier geworden. Aber erstmal muss ich Das hier rauskommen. verdanken wir euch, Erzmagier. Habt Dank. Hier. Denkt nicht mal im Traum daran. Geil. Ich glaube, ich muss hier runter. Warte mal. Lalalala. Halle der Elemente, ja, passt schon. Dank euch haben die Leute von Himmelsrand auch in Zukunft einen Ort, an dem sie Magie studieren können. Selbst wenn die meisten von ihnen es euch übel nehmen werden. Zack, so. Wir werden jetzt erstmal zum Reinkommen noch versuchen, ein Buch zu holen. Und dann habe ich noch was vor. Denn wir haben eine Quest, die haben wir schon sehr lange aufgeschoben. Die möchte ich ganz gerne. Huch, die möchte ich ganz gerne versuchen, heute auch noch in Angriff zu nehmen. So. Wir machen erstmal die Buchquest weiter. Finde ein Exemplar von Die Kinder des Himmels. So, da laufen wir von der Blindklippenhöhle und lassen uns mal überraschen, was uns da jetzt so erwartet. Ich bin sehr gespannt. Sagt mir jetzt so erstmal nichts, die Höhle. Aber mal gucken. So. Und so wie das aussieht, müssen wir hier rein. Kommt das hin? Ich bin mir nicht sicher. Wir gehen mal rein. Oh, hier, Abgeschworene. Krabems. Ein Amethyst hat er. Danke sehr. Ah ja, okay. Sehr schick hier. Oh, hier. Brennt, ihr Schweine! Bam. Granatstein, danke sehr. Giftrezeptfurcht lesen. Ja, das kann man mal mitnehmen. Auch wenn ich in der Alchemie noch nicht so be bewandert bin. Ist da jemand? Ah ja. Hallo. Stirb. Das war schon alles. Und dein Gold nehme ich dir auch ab. So. Okay. Blindklippentürme. Und ich freue mich, dass ich wieder einen Begleiter habe. Ich weiß zwar leider nicht, was mit Lydia passiert ist, ob sie vielleicht irgendwo festhängt oder ob sie mich nicht mehr leiden mag, aber es ist trotzdem cool. So. Ah, verdammt. Jo. Das gab ordentlich auf die Mütze. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Aber gut. Zu einfach ist auch langweilig. Aber der ist auch ein bisschen stärker. Boah. Oh, sehr schön. Da müssen wir ein bisschen mit Vorsicht rangehen, glaube ich. So, wir heilen uns mal eben. So, brennen, mein Freund. Aua.
Ja, so ist auch schön. Wieder tot. Mhm. Das fängt ja schon richtig gut an. Warte mal, ich packe mir mal ein bisschen Gift auf die Klinge. Ich habe da bestimmt noch was. Hier, Frost bis Gift. Oh. Hier, komm her an. Ja, so ist schön. Aua, 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 aua. So. Abgeschworenen Axt. Ich habe jetzt gedacht, er hätte irgendwie voll die super mega coole Waffe für uns. Aber anscheinend doch nicht. So, und jetzt muss ich erstmal herausfinden, wie ich da hochkomme. Okay, da. Okay, ich glaube, ich muss hier irgendwie in den Turm rein und nach oben, oder? Kann das sein? Ja. Hier ist nämlich eine Treppe, die habe ich eben gar nicht gesehen. Hebel. Zaubertrank der Heilung. Na siehst du, das hat sich doch wieder gelohnt. Gold, auch immer schön. So, einmal. Ihr kennt das, einmal schnell speichern. Für den Fall der Fälle, man weiß ja nie. So, was haben wir hier? Okay, nichts Besonderes. Oh. Kann sie auch behalten. Oh, was haben wir hier? Makelloser Amethyst. Mhm. So. Da Schnauze voll jetzt hier. Aus dem Weg. Lump. 26 Gold. Oh, Batman. Flatter, flatter, flatter. 10 Gold. Was sagt die Truhe? 75 Gold. Zaubertrank der Magiker nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Okay. Blindklippenbastei. Auch ein cooler Name. Aber wir gehen da noch nicht rein. Ich will erstmal hier gucken. Okay, kommen wir nicht rein. Schade. Na gut. Sesam, öffne dich. Melka? Wer ist Melka? Melka? Reden. Hallo? Okay, ich mach das mal. Töte den Hexenraben Petra? Und Melka nicht, oder wie? Okay. Folgt die mir jetzt? Okay. Wir nehmen die goldene Mitte. Hier, drei Schalter. Oh, war sogar richtig. Auch schön. Hey. Huch. Das war keine Absicht. Okay, ich habe jetzt irgendwas aktiviert. Ich weiß nicht was.
Wofür ist der? Ach, okay, man kann das Tor öffnen. Oh, guckt euch an, was da alles rumliegt. Gruselmusel. Ich habe ja ein bisschen Angst, muss ich ja gestehen. So, guck mal hier. Tageslicht. Aber wir sind noch nicht fertig. Und hier ist noch ein Trank. Gift der Entzürnung. Oh, auch sehr schön. Was war das? So, jetzt kriegen wir, glaube ich, Besuch. Zimmerservice. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der war ja easy peasy. So, nächste Tür. Okay, aber ich glaube, wir sind bald da. Ja, ich kann es schon sehen. So, ich bleib dann mal hier stehen. Petra. Oh. Oh Mensch, Peter, jetzt mach hier nicht so einen Alarm. So, abgeschlossen. Töte den Hexenrahmen, Petra. Regenhand. Mhm. Wiederherstellung verbessert. Yes. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Nehmen wir mit. Hexenrahmenfedern. Nee. Brauchen wir nicht. Jetzt werde ich mich erstmal eben wieder ein bisschen hochheilen. Weil einer ist hier noch. Ein kleiner Bogenschütze. Der jetzt brennt. So. Danke sehr. Ta-ta-ta-ta. So. Durchsuchen Truhe. Die Kinder des Himmels. Lesen. Zack. Nehmen wir mit. Elfenarm Schienen des Schlossknackens. Das könnte von Vorteil sein. Die werde ich mal mitnehmen. Schuppenhelm nicht, aber das hier. So. Und so wie das jetzt aussieht, können wir jetzt abhauen. Hier liegt auch noch ein Buch. Illusion verbessert. Ja, sehr schön. Prinzessin Talara oder wie sie auch heißen mag. Blättern wir mal durch. Zack. 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 Oha, viel zu lesen. Okay. Was ist das hier eigentlich? Achso. Kann ich nicht mitnehmen. Gut, dann. Ich sehe hier absolut nichts, ne? Das ist ja unfassbar. Hä? Warte mal. Heuhaufen. Ich würde ja gerne hier raus. Oder ist hier wieder irgendwo ein Schalter, den ich nicht sehe? Nee, oder? Nee, das scheint hier so eine Art Gefängnis zu sein, glaube ich. Ja, guck mal hier. Türriegel aktivieren. Ja. Himmelsrand. Tada!
Gold, Granatstein, Zaubertrank. Gold. Flop. Irgendjemand hechelt mir hier schon wieder ins Ohr. Zack. Ah ja, guck mal her. Das ist die Tür, wo wir eigentlich hin wollten vorhin. Aber ist jetzt sowieso egal. Wir geben jetzt erstmal die Quest ab und dann gucken wir, dass wir... Na, wo ist es denn? Dass wir mit einer neuen schon mal anfangen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. So, Waffe weg. Brauchen wir jetzt nicht. Wir sind zu Hause bei unseren Freunden. La, 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 la. Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Verstehe. Könnt ihr was? Was? Penis? So. Das Auge von Magnus. Hier aber verloren. Unserem Griff entronnen. Hm. Ach, was hätten wir doch lernen können. Zack. Jo, hier sind wir richtig. Oh, er macht gerade Frühstückspause. Erzmagier, ohne euch wäre das gesamte Wissen womöglich. Ihr scheint noch in einem Stück zu sein. Und noch viel wichtiger, das Buch ist es auch. Danke. Na klar. Zack, 30 Gold. Naja. Ich frage ihn nochmal. Ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Ja. Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück. Oh nein. Und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien. Er schrieb mehr, als ihr es für möglich halten würdet. Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind jedoch nutzlos, wenn man sie nicht übersetzen kann. Verstehe. Ich bin einer der wenigen, die diese Fähigkeit besitzen. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Begonnen. Charidors Erkenntnisse. Okay. Es gibt noch mehr Bücher, die gerettet und hier im Arcaneum untergebracht werden müssen. Okay, alles klar. Damit haben wir wieder eine neue Quest bekommen. Auch sehr schön, aber ich möchte jetzt erstmal was anderes machen. So. Und raus hier. Lalalala. So, pass mal auf. Ich möchte ganz gerne mich für eine Fraktion entscheiden. Und ich habe mir nach reichlicher Überlegung habe ich mich dazu entschieden, den oder der kaiserlichen Armee beizutreten. Und das machen wir jetzt auch. Und dafür müssen wir in meine Lieblingsstadt Einsamkeit. So, zack. Dann können wir unsere Kampfeskraft im Bürgerkrieg dann quasi auch mal ein bisschen mit einsetzen. Es könnte durchaus lustig werden. Oder auch nicht. Je nachdem. So, aber wir müssen jetzt... Oh, ich habe zwei Quests aktiv, das wollte ich nicht. Zack, so. Dazu müssen wir jetzt gehört, dass Sie die Dämmerwacht in die Kaserne ins Leben gerufen haben.
Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas. Moin Männer. Klopf, klopf, Schloss Elend. Was ist los? Drachen? Ja, ganz viele sogar. Zaubertränke bekommt ihr in Angelines Aromalädchen. Ich sage euch, so, hier. Ulfric plant einen An... Ihr habt Helden überlebt? Ja, oh ja. General Tullius hat mir erzählt, was passiert ist. Nicht viele haben es da lebend rausgeschafft. Ich habe ein gutes Gefühl, was euch angeht. Und das ist bei mir nicht häufig der Fall. Eine Kriegerin vertraut immer ihrem Bauchgefühl. Für euch habe ich eine kleine Prüfung anstelle der üblichen Vorgehensweise vorbereitet. Aha. Wenn ihr sie besteht, unterhalten wir uns über eure Zukunft bei der Armee. Was für eine Prüfung? Eine Prüfung, die eure Fähigkeiten unter Stress testet. Ich schicke euch nach Festung Rarkstar, damit ihr sie säubert. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, habe ich keine weitere Verwendung für eure Leiche. Alles klar. Viele der Festungen in den Weiten von Himmelsrand wurden von den Alten erbaut. Leider sind die meisten mittlerweile zerfallen. Und fast alle wurden von Banditen und anderen Vagabunden übernommen. Festung Rarkstar ist eine der wenigen, die noch so gut wie unbeschädigt ist. Wir werden hier eine Garnison errichten, aber zuerst werdet ihr die Banditen beseitigen, die sich hier breit gemacht haben. Alles klar. Die Festung gehört schon so gut wie euch. Gut, das wollte ich hören. Und jetzt an die Arbeit, Soldat. Sir, jawohl, Sir. Er hat nicht genug Leute. Die Berichte meiner Kundschafter sehen da anders aus. Jeden Tag schließen sich ihm mehr an. Ein neuer Rekrut. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Was? Ich mach doch gar nichts. Junge, Junge, Junge. Die sind aber auch immer... ängstlich hier. Säubere die Festung Hackstadt. Okay. Oh, da waren wir noch gar nicht. Tiefensturzhöhle. Wolfschädelhöhle. Könnten wir eigentlich da so hinlaufen? Machen wir mal. Ich bin gespannt. Neue Gegend. Da freue ich mich immer. So. Wir werden direkt angegriffen. Auch schön. Ah. So, wir machen jetzt erstmal hier eine kleine Nachtwanderung. Meine Aranea und ich. Aber es hat auf jeden Fall was. Auch im Dunkeln. Mit dem wunderschönen Sternenhimmel. Ach, guck mal da hinten. Ich sehe sie schon. Lalalala. So, da wären wir. Ihr hättet nie herkommen sollen. Und da sind schon die ersten Banditen. Uff. Das tat weh. Okay, wieder ein bisschen Taktik. Die hat mich mal ganz krass umgehauen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet. Aber gut. Ist natürlich doof, dass ich jetzt nicht gespeichert habe, aber ich werde da jetzt nochmal hinlaufen. Huch, verdammt. Und dann werden wir direkt vor dem Eingang mal eben eine Schnellspeicherung machen. Für den Fall, dass ich nochmal umkippe. Oder mir was passiert, dann haben wir dann einen Safe Point. Ja. Skelett müde.
Oh, sie kommt gar nicht hinterher. Ich bin ihr wohl zu schnell. Aber ich glaube, mit dem Gewand, was sie da anhat, ist es auch nicht so einfach, schnell zu laufen. Oh. Oh. Todeshund. Hundefleisch. Hey. Vampir-Nebelläufer. Oh, die sieht ja nett aus. Hey. Eieieiei. Was ist denn hier los? Hallo? Alter! So. Wow, selbst die Vampire sind hier vertreten und ziemlich stark sogar. Interessant. So, wo ist denn jetzt meine Questmarkierung? Ich sehe hier schon wieder nichts. Das war doch hier, oder? Bin ich jetzt blöd? Jo. Zack, schnell speichern. Ganz wichtig. Na komm. Komm. So, einer weniger. Kannst du versuchen? Zack. Ach, da oben. Oh. Nein! Schade. Ja, komm an hier. Los. So, einer weniger. Ich zeige euch, wie man richtig kämpft. So. Boah, die haben krasse Pfeile. Das macht richtig Aua. Krass. Ist wohl weggelaufen. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir beenden die Folge hier an dieser Stelle und gehen dann beim nächsten Mal mit frischer Energie wieder ran ans Werk. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und wenn ihr Bock habt, schüttelt die Faust, ringt die Glocke und gebt uns einen Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem, wie ihr mögt. Und dann sehen wir uns auch schon bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.